Stellen Sie sich vor, jemand beleidigt Sie. Er sagt zum Beispiel, was Sie da vertreten, das ist keine Meinung, sondern eine Dummheit. Oder er sagt, Typen wie Ihnen glaube ich kein einziges Wort. Wie gehen Sie mit einem solchen Angriff um? In diesem Video, da gebe ich Ihnen eine Technik an die Hand, die Ihnen in brenzligen Situationen Kopf und Kragen retten wird. Mein Name ist Martin Behrle, ich bin Autor des Spiegel-Bestsellers, wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst. Haben Sie das auch schon erlebt? Hat Sie jemand aus heiterem Himmel beleidigt, womöglich in Gegenwart anderer Menschen? Und hätten Sie dann fürs Leben gern schlagfertig reagiert, aber Sie waren so gelähmt, dass Ihnen nichts, gar nichts eingefallen ist? Dass Sie, wie man so schön sagt, auf dem Schlauch gestanden sind? Vielleicht haben Sie sich sogar Vorwürfe gemacht und gesagt, ich hätte doch unbedingt kontern müssen. Wahrscheinlich ist Ihnen später sogar die allerbeste Antwort eingefallen. Liegt es an Ihnen, dass Sie nicht schlagfertig genug sind? Nein, das ist ganz normal, dass Ihnen in solchen Momenten nichts einfällt. Hier wirkt das Jörg-Stutzen-Gesetz, das zwei US-Psychologen dieser Namen schon 1908 entdeckt haben. Dieses Gesetz, das besagt, Sie und ich, wir alle handeln effektiv unter mittlerer Anspannung. Ist der Druck zu gering, werden wir nachlässig, aber ist der Druck zu groß, dann macht unser Gehirn dicht. Und deshalb fallen uns die besten Antworten in jedem Streit eben nicht im Streit ein, sondern wenn er vorbei ist. Es soll Menschen geben, die solche Gespräche noch jahrelang durchspielen und ihre Sprachlosigkeit durch ideale Antworten ersetzen, die ihnen eben leider erst danach eingefallen sind. Und jetzt gebe ich Ihnen eine Strategie an die Hand, die solche Bauchlandungen wirksam verhindert. Ich sage Ihnen, Sie dürfen die schlagfertigen Antworten nicht erst dann suchen, wenn Sie der andere schon beleidigt hat. Nein, Sie müssen diese rhetorischen Pfeile bereits vorher in Ihren Köcher stecken. Das mindert Ihre Anspannung um das entscheidende Stück. Aber wie sieht dieser rhetorische Pfeil aus, mit dem Sie sich gegen Beleidigungen verteidigen können? Und zwar gegen jede Beleidigung? Meine Erfahrung ist folgende. Wenn Sie auf eine Beleidigung mit Sachargumenten antworten, wenn Sie sich zum Beispiel rechtfertigen oder wenn Sie den anderen zurechtweisen und kritisieren, dann sitzen Sie schon in der Falle. Dann reibt Ihr Gesprächspartner die Hände und denkt sich, schau an, ich habe ihn oder sie so richtig getroffen. Wer sich rechtfertigt, wer sich verteidigt, der wirkt nicht souverän. Deshalb empfehle ich Ihnen eine schlagfertige Reaktion, mit der Sie Ihren Gesprächspartner aus dem Konzept bringen. Meine Strategie, die besteht aus drei Schritten, die Sie sich wie beim Boxen vorstellen dürfen. Mit dem ersten Schritt bringen Sie sich in eine gute Schlagposition. Mit dem zweiten Schritt holen Sie aus und der dritte Schritt ist der, dass Sie Ihren Gegner mit einer rechten Geraden treffen. Mit einer solchen im wahrsten Sinne Schlagfertigkeit hat er nicht gerechnet, also wird er in seine Ecke taumeln und Ihnen so schnell nicht mehr gefährlich werden. Ich mache Ihnen diese Taktik jetzt einmal am Beispiel des Satzes vor, was Sie da vertreten, ist keine Meinung, sondern eine Dummheit. Damit hat der andere indirekt gesagt, Sie sind ein Dummkopf, es lohnt sich nicht, Ihnen zuzuhören. Das kann natürlich taktische Gründe haben. Vielleicht sind Ihre Argumente so gut, dass der andere sich inhaltlich damit nicht auseinandersetzen will. Indem er Ihre Aussage zur Dummheit stempelt, muss er nicht darauf reagieren. Vielmehr hofft er, dass Sie aus der Haut fahren und das ausgegrabene Kriegsbeil annehmen. Dann bricht ein persönlicher Streit vom Zaun und das Sachthema ist vergessen. Zum Glück für Ihren Gesprächspartner. Aber nun mit meiner Drei-Schritte-Strategie machen Sie ihm einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Also, hier ist der erste Schritt, rücken Sie sich den Gegner im Boxring zurecht. Das gelingt Ihnen, indem Sie zum Beispiel sagen, das ist ja höchst interessant, dass ausgerechnet Sie mir Dummheit unterstellen. Was ist gut an diesem Satz? Gut ist, dass Sie den Angriff nicht mit einem direkten Angriff kontern, sondern mit einer Analyse. Da wollte jemand, dass Sie Ihren Kopf ausschalten, aber was tun Sie? Sie schalten ihn ein. Und doch enthält die Analyse eine interessante Spitze, denn Sie sagen, das ist ja höchst interessant, dass, jetzt Achtung, ausgerechnet Sie mir Dummheit unterstellen. Dieses ausgerechnet Sie ist raffiniert, denn es wirft die Frage auf, trifft der Vorwurf, den Ihnen der andere macht, heimlich auf ihn selber zu? Ist er also der Dumme, der durch seinen Angriff von der eigenen Dummheit ablenken will? Dieser erste Schritt, der sorgt dafür, dass Ihr Diskussionsgegner mit sich selbst beschäftigt ist. Verzweifelt wird er in seinem Kopf nach einer raschen Antwort suchen, denn damit, dass Sie den Spieß so schnell umdrehen, damit hat er wahrlich nicht gerechnet.
Und die ausgerechnet Sie- oder ausgerechnet Du-Argumentation, die passt bei allen unsachlichen Vorwürfen, die Ihnen jemand macht, egal ob er Ihnen Dummheit unterstellt oder Arroganz, Geiz oder Kaltherzigkeit, Egoismus oder Großkotzigkeit. Und damit bin ich beim zweiten Schritt. Nun holen Sie endgültig zu Ihrem rhetorischen K.O.-Schnack aus. Sagen Sie zu Ihrem Diskussionsgegner: Es wundert mich gar nicht, dass meine Antwort Sie so aus der Fassung bringt. Sie haben genau verstanden, was ich meine. Das ist eine sehr geschickte Aussage. Denn wer lässt sich schon gerne nachsagen, eine Antwort habe ihn aus der Fassung gebracht? Sollte Ihr Gesprächspartner also noch nicht aus der Fassung gebracht worden sein, ist er es spätestens jetzt. Zumal die Aussage, er verstehe genau, was gemeint ist, indirekt heißt: Du weißt ganz genau, dass du ein Problem mit der Dummheit hast und nicht ich. Das aber sagen Sie nur zwischen den Zeilen. Ihr Gesprächspartner, der kann also nicht unmittelbar darauf reagieren. Stellen Sie sich vor, wie beschäftigt er jetzt mit sich selber ist, während Sie zum finalen Schlag ausholen. Durch seinen Kopf rasen Fragen wie: Woran merkt man, dass ich aus der Fassung gebracht wurde? Bin ich vielleicht rot geworden? Oder lässt meine Antwort schon zu lange auf sich warten? Oder merkt man mir meine Unsicherheit an? Und je mehr er über seine Unsicherheit nachdenkt, was passiert, desto unsicherer wird er. Und das ist der richtige Zeitpunkt für Sie, Ihren finalen Schlag durchzuziehen. Der dritte Schritt, der besteht darin, dass Sie sich als Sprecher einer Gruppe präsentieren. Sie werden also in der Wir-Form reden, wie es zum Beispiel ein Geschäftsführer tut, wenn er über seine Belegschaft spricht. Wir haben ein neues Produkt eingeführt. Wer die Wir-Form verwendet, der wirkt dadurch stark, als hätte er so eine Art Armee hinter sich. Eine Armee, die womöglich gegen den anderen aufmarschieren kann. Also, sagen Sie im dritten Schritt: Was Sie gesagt haben, ist unakzeptabel, kommen Sie wieder auf unser Niveau zurück. Das sind zwei kurze Sätze, aber die haben eine enorme Schlagkraft. Sie sagen in klaren Worten, dass Sie den Angriff nicht akzeptieren, und dann schwingen Sie sich zum Sprecher einer Gruppe auf und fordern vom anderen, er soll auf unser Niveau zurückkehren. Mit anderen Worten, er hat sich aus einer Gruppe isoliert, vielleicht aus einem Arbeitsteam, vielleicht aber auch aus der Gruppe der vernünftig denkenden Menschen. Und der einzige Weg, der dorthin zurückführt, das ist ein anderer, ein fairerer Kommunikationsstil. Ich garantiere Ihnen, wenn Sie in diesen drei Schritten vorgehen, schicken Sie den stärksten Diskussionsgegner rhetorisch auf die Bretter. Und wer einmal eine solche Antwort von Ihnen bekommt, er legt sich nie wieder mit Ihnen an, denn jetzt weiß er, dass Sie sich wehren können und wie. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mal ein Video darüber an, woran Sie starke Menschen sofort erkennen, und Sie können auch testen, ob Sie selbst ein starker Mensch sind. Das ist sehr spannend. Klicken Sie das Video jetzt hier in der Infobox und wir blenden es gleich noch ein. Und nutzen Sie noch mein Geschenk, das Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Eigentlich kostet dieses Seminar fast 50 Euro. Heute bekommen Sie es umsonst. Es ist eine unglaubliche Methode, die Sie sofort vorwärts bringt. Gerne anklicken. Es ist umsonst. Klicken Sie hier. Bleiben Sie mir treu. Schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.